Hi, ich bin David und im heutigen Video zeige ich dir, wie du die RIP-Software Ghost Edition herunterladen, installieren und validieren kannst. Die RIP-Software Ghost Edition ist perfekt dafür geeignet, Dateien für den Druck mit unseren weißen Tonerkartuschen oder unseren Weißtoner Druckerbundeln vorzubereiten. So sparst du nicht nur jede Menge Zeit, sondern du bekommst auch immer perfekte Ergebnisse. Um die Software herunterzuladen, besuchst du einfach unsere Webseite und ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Auf der Produktseite von der RIP-Software Ghost Edition findest du im unteren Bereich ein E-Mail-Feld, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen kannst. Kurz nachdem du dich für den Download registriert hast, bekommst du den Download-Link zugesendet. Den kannst du dann einfach in deinen Browser eingeben oder aus der E-Mail anklicken und dann wird die Setup-Datei für die RIP-Software Ghost Edition heruntergeladen. Nach dem Download kannst du einfach auf die Datei klicken, um diese zu öffnen. Das Installationsprogramm führt dich ganz einfach Schritt für Schritt durch die Installation. Dabei musst du die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Alles andere kannst du einfach den Standard übernehmen und den Fortschritt am Bildschirm verfolgen. Die RIP-Software funktioniert mit allen unseren Weißtoner-Kartuschen und allen Druckern, für die wir Weißtoner-Kartuschen anbieten und natürlich mit allen unseren tollen Weißtoner-Drucker-Bundles. Nach erfolgreicher Installation der RIP-Software hast du ein neues Icon auf dem Desktop. Mit Doppelklick kannst du die Software starten. Beim ersten Start der Software wirst du dazu aufgefordert, die Software zu validieren. Dafür klickst du einfach auf Validate Software. Du kannst sie natürlich auch im Demo-Modus benutzen, dann wird aber immer ein Wasserzeichen deine Drucke unbrauchbar machen. Dann öffnet sich das Validation-Fenster. Hier fügst du einfach den Code hinzu, der dir per E-Mail übersendet wurde. Und jetzt besuchst du die Validation-Site auf unserer Webseite. Diese findest du entweder auf der Produktseite unterhalb der Download-Möglichkeit oder auch hier im Validation-Window, was du einfach öffnen kannst. Dort fügst du ebenfalls deinen Produktcode ein und die System-ID, die dir hier angezeigt wird. Dann brauchst du nur einmal auf Get Validation Code klicken und bekommst den Validation Code, den du dann wiederum kopieren und hier einfügen kannst. Dann klickst du einfach auf Validate. Danach öffnet sich die Software und du kannst direkt loslegen. So einfach kannst du die RIP-Software Ghost Edition herunterladen, auf deinem PC installieren und direkt den Validierungsprozess durchführen. In den nächsten Videos werde ich dir zeigen, wie du Dateien in die RIP-Software Ghost Edition importieren und damit drucken kannst und welche Vorteile sie dir im Einzelnen bietet. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.